Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mehr Schutz für Strom- und für Gaskunden. Die Ampelkoalition plant Reformen, nachdem Anbieter dazu übergegangen waren, ihnen nicht genehme Kunden vor die Tür zu setzen. Strategie dahinter war die folgende, vor dem Hintergrund der Strom- und Gaspreise, die ja extrem in die Höhe geschossen sind, waren einzelne Energieversorger eben auf den Gedanken gekommen, sich derjenigen Kunden zu entledigen, die ältere Verträge mit günstigeren Tarifen hatten. Weil sie das auf besonders rüde Weise taten, ruft das nun die Bundesregierung auf den Plan. Jörg Münchenberg dazu, was die Ampel zum Schutz von Strom- und Gaskunden plant. Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht wegen der steigenden Strom- und Gaspreise akuten Handlungsbedarf. Vor allem für die, denen von ihren Billiganbietern kurzfristig gekündigt worden ist und die jetzt erhebliche Preisaufschläge bei der Grundversorgung bezahlen müssen. Das Ministerium, so Habeck gegenüber dem Spiegel, arbeitet daran, bei den Anforderungen an die Tarife nachzujustieren. Jetzt hat der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Oliver Krischer, ebenfalls von den Grünen, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa das Vorhaben konkretisiert. Es müsse künftig einheitliche Tarife bei der Grundversorgung geben, damit Neukunden nicht das Doppelte oder Dreifache gegenüber Bestandskunden zahlten, erklärte Krischer. Ein grundsätzlich richtiger Ansatz, meint dazu der zuständige Energieexperte von der Verbraucherzentrale Bundesverband, Thomas Engelke, gegenüber diesem Programm. Das entspricht genau der rechtlichen Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Die Frage ist jetzt allerdings, was passiert mit der Ersatzversorgung? Das ist aktuell mir noch unklar. Und wir haben uns ja dafür ausgesprochen, dass auch in der Ersatzversorgung es nur einen Tarif geben kann. Denn Kunden, denen von ihren Strom- und Gasanbietern gekündigt worden ist, landen zunächst in der Ersatz- und dann nach 3 Monaten, falls sie sich keinen neuen Anbieter gesucht haben, in der Grundversorgung. Neukunden in der Ersatz- und Grundversorgung müssen aber in jedem Fall höhere Tarife bezahlen als Bestandskunden. Doch das Argument der Versorger für die deutlich erhöhten Tarife, wegen der vielen Neukunden müsse kurzfristig mehr Gas und Strom und damit auch zu überhöhten Preisen eingekauft werden, will Verbraucherschützer Engelke nicht gelten lassen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Grundversorger ja auch einen anderen Status haben im Strom- und Gasmarkt als die anderen Anbieter, weil sie ja eben gerade für diese Grundversorgung und auch für solche Notfälle zuständig sind. Deswegen sind ja auch die Tarife in der Grundversorgung höher als die anderen Tarife. Und die Grundversorger haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann auch höhere Tarife erhalten und müssten ja eigentlich für solche Situationen auch eine gewisse Vorsorge getroffen haben. Gegen die Praxis, Neu- und Bestandskunden in der Grundversorgung unterschiedlich zu behandeln, haben Verbraucherschützer deshalb bereits mehrere Abmahnungen eingereicht. Unklar ist aber derzeit, wie einheitliche Tarife in der Grund- und möglicherweise auch Ersatzversorgung festgelegt bzw. gedeckelt werden sollen. Dies wäre in jedem Fall ein Eingriff in den freien Markt. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es dazu lediglich, es würden jetzt zügig konkrete Vorschläge ausgearbeitet. Auch Engelke will sich an dieser Stelle nicht festlegen. Das ist ja für alle eine neue Situation. Die hat es so noch nicht gegeben. Und da ist jetzt tatsächlich die Bundesregierung aufgerufen, genau dafür auch nicht nur Vorschläge zu machen, sondern um genau diese Punkte auch rechtlich zu regeln. Doch auch an anderer Stelle soll offenbar nachjustiert werden. Laut Staatssekretär Krischer müssten Strom- und Gaslieferanten künftig schon Monate vorab über die anstehende Kündigung informieren, damit sich die Verbraucher dann in Ruhe einen neuen Anbieter suchen könnten. Jörg Münchenberg war das.